Guten Morgen in Christus. Guten Morgen, ihr lieben Lichter. Und willkommen zu einer Lektion 128, ein Kurs in Wundern, mit einem Leitgedanken, der, ja, und einem Text, der möglicherweise sehr viel in uns auslösen kann an Reaktionen. Der Leitgedanke heute lautet: Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Und jetzt wollen wir einfach mal so beginnen. Das ist jetzt ein großes, großes Thema. Ich habe einige Stellen aus dem Kurs mir zu Hilfe geholt, um diese Lektion in einer Form nahezubringen, dass sie wirklich hilfreich ist. Wirklich, wirklich hilfreich ist und nicht Widerstand hervorruft oder also Abwehr hervorruft oder ja, einfach irgendwelche Reaktionen. Lass uns aber erstmal schauen. Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Und einfach mal ganz nüchtern betrachten, okay, welche Reaktionen kommen da in meinem Geist auf? Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Also ich kann da zum Beispiel auf praktischer Ebene sehen, dass es eine ganze Menge gibt, was ich will. Ne? Irgendwie so am Tag. Also ich. Was weiß ich, gewisse, ist egal, ich brauche da jetzt gar nicht reingehen. Wenn wir wollen Dinge in dieser Welt, ne? Das ist irgendwie, da brauchen wir gar nicht drumherum reden. Aber die Frage ist, geht es darum? Ne? Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Worum geht es denn eigentlich hier? Was will Jesus uns hier eigentlich? Was gibt es hier in aller Tiefe zu begreifen, was uns wirklich enorm helfen kann? Ich möchte jetzt erst noch mal hier lesen: Die Welt, die du siehst, hat dir nichts anzubieten, was du brauchst. Sie hat mir nichts anzubieten, was ich brauche. Ne? Achtet auf die Kommentare des Ego. Weder etwas, was du in irgendeiner Weise benutzen könntest, noch irgendetwas, was dazu diente, dir Freude zu bereiten. Ne, das muss man jetzt mal überlegen. Okay. Es geht ja darum, worum geht es? Warum machen wir den Kurs? Wir machen den Kurs, ja, weil wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir sowas Ähnliches wie austherapiert waren. Ne, wir haben alle Dinge hier in dieser Welt ausprobiert. Nichts hat wirklich geholfen. Jetzt kommen wir zum Kurs. Jetzt kommen wir hier zu Jesus, der uns auf eine neue Art und Weise begleitet zu einem glücklichen Traum, zu einem Frieden, der kein Gegenteil mehr hat. Also, wenn er hier sagt, es gibt hier nichts, was du brauchst und nichts, was dir irgendwie Freude bereiten kann, ja, dann ist es deswegen so, weil alle Dinge hier sich ins Gegenteil wenden. Alles wird mich irgendwie verlassen. Über den Tod. Ne? Alles hier einfach über die Dualität, alles kehrt sich ins Gegenteil. Ne? Liebe, wenn ich jemanden hier zu lieben scheine, wir haben da gestern drüber gesprochen, die verändert sich ständig, mal liebe ich ihn, mal nicht und so weiter. Aus Gesundheit wird Krankheit, aus Frieden wird Krieg und dann wieder Frieden und so weiter. Und diese Welt, die wir hier wahrnehmen, ist eine Welt, die wir gemacht haben. Es ist eine Welt der Schuld. Es ist eine Welt, die wir gemacht haben mit dem Glauben an Schuld, mit dem Glauben, ich bin schuldig, ich bin sündig. Das heißt,
Okay, das Erste, was ich jetzt hier zur Hilfe nehmen möchte, das ist tatsächlich aus einer früheren Lektion Nummer 22, wo er sagt, ich sehe nur das, und zwar ist das, was ich sehe, ist eine Form von Rache. Ich sehe nur das Vergängliche. Ich sehe nichts, was von Dauer ist. Was ich sehe, ist nicht wirklich. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Ja? Wir können gerne nochmal die Lektion anhören von damals oder durchlesen. Von 22 ist das. Ja? Und das Entscheidende ist, ich sehe nichts, was von Dauer ist. Das heißt, alles hier ist vergänglich, alles geht ins Gegenteil, alles, jedes, was ich hier Leben nenne, wird sterben. Ne? Und deswegen, aus diesem Grunde, weil es nicht von Dauer ist, ist es nicht wirklich, weil nur das, was ewig ist, wirklich ist. Jetzt ist es so. Dieser Gedanke macht Angst. Ne? Es könnte sein, dass er zum Beispiel, man könnte meinen, okay, wenn ich sage, die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will, nichts, was mir Freude bereitet, dann könnte das aus einem Geist stammen oder man könnte das assoziieren mit Depression. Das kann doch nur jemand sagen, der depressiv ist. Ne? Und Depression kann eventuell, möchte ich jetzt auch kommen, möchte ich mal sagen, wie nennt man das? Eine Stufe sein, ein Sprungbrett zum Kurs, zur Wahrheit. Buddha sagte, das Leben ist Leiden, ne? Und also die Welt hier, er hat es durchschaut. Einfach die Vergänglichkeit, dass alles hier vergeht und das alles und dass es schlussendlich dann Leiden ist. Es ist Leiden, ja. Diese Welt anzuschauen, die Frieden und Krieg und wo sich das ständig verändert und Diagnosen auftauchen und Krankheiten und so weiter, ist Leiden. Es ist Leiden. Und Buddha hat das in aller Tiefe erkannt, Jesus sowieso auch. Wenn man wirklich hinschaut, ja, dann ist diese Welt Leiden. Der Körper, der irgendwas hat und immer wieder irgendwelche Begrenzungen, ja, das ist Leiden. Und Jesus sagt, wenn du nicht begreifst, das sagt er irgendwo im Kurs, wenn du nicht begreifst, wie elend das eigentlich alles hier ist, dann kann der Heilige Geist dich nicht lehren. Dann bist du gar nicht offen dafür, für das, was Jesus dich hier lehren möchte. Ja. Wir verwechseln hier Elend, Schmerz mit Freude. Ja, es gibt auch eine Lektion später noch, wo wir zu kommen werden. Was wir hier Freude nennen, die vergänglichen Freuden, die kleinen Dinge, diese Dinge dieser Welt, nicht die kleinen, das nicht falsch verstehen jetzt, sondern die Dinge dieser Welt, von denen wir uns Freude versprechen, werden uns im nächsten Moment Schmerz bringen. Ja? Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, aus denen man heraus geistig wirklich bereit ist, den Kurs zu lernen, zu lehren und zu lernen. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe einfach von mir aus in eine tiefe Resonanz mit dem, was hier gelehrt wird. Die zweite Möglichkeit ist, ich bin wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich begriffen habe, dass diese Welt mir nichts bietet, was ich will. Ich habe das Leid kennengelernt und ich sehe, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht habe, aber ich sehe das Leid in der Welt. Ich sehe, wie Menschen leiden. So, und das und dass diese ganze Welt immer wieder Leid hervorruft. Und wenn ich an den Punkt komme, dann komme ich an einen Punkt, wo ich sage, okay, also irgendwie, es muss einen anderen Weg geben. Und das ist der Kurs ist dieser andere Weg.
Jesus will uns nichts wegnehmen. Das ist jetzt auch ganz entscheidend. Ja, da müssen wir einfach Jesus vergeben, was er gar nicht tut. Ja, er will uns nichts wegnehmen. Denn es wird nie so sein, dass wir, ja, die Welt, die ich sehe, wird nichts, was ich will. Okay, dann gehe ich jetzt, dann lasse ich das hier los und dann muss ich halt sterben oder in den Himmel. Das ist damit nicht gemeint. Jesus sagt im Kurs, diese Welt wird nicht über den Tod verlassen, sondern über die Wahrheit. Das heißt, selbst wenn du stirbst, ja, Selbstmord bringt gar nichts, überhaupt nichts. Oder wenn du stirbst, wenn du nicht diese vollkommene Vergebung erreicht hast, die Schau Christi, die Unschuld, das, wohin uns der Kurs, wohin uns Jesus führen will, dann hast du diese Welt nicht verlassen. Denn solange du an Schuld glaubst, bist du Teil dieser Welt, ob du stirbst, ob der Körper stirbt oder nicht. Du kannst dadurch die Welt nicht verlassen. Ja. Und es gibt zum Beispiel auch im Handbuch für Lehrer, ja, da gibt es das ist die Entwicklung des Vertrauens, das sind die Eigenschaften, die typischen Eigenschaften der Lehrer Gottes. Und da möchte ich euch einladen, einfach euch vielleicht den ersten Absatz da mal durchzulesen, die Entwicklung des Vertrauens. Und da sagt er, und das sind 8 Phasen übrigens, die man da durchläuft. Also Vertrauen ist so das Wichtigste, das Vertrauen in Gott zu erlangen. Das sind 8 Phasen. Und die erste Phase ist eine Phase des Aufhebens, ja. Das braucht nicht schmerzhaft zu sein, wird aber gewöhnlich so erfahren. Es scheint, als würden Dinge weggenommen und anfangs wird selten verstanden, dass lediglich ihr Mangel an Wert begriffen wird. Wie kann ein Mangel an Wert wahrgenommen werden, es sei denn, der Wahrnehmende ist in einer Lage, in der er die Dinge in einem anderen Licht sehen muss? Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wir den Dingen hier in dieser Welt Wert geben und glauben, dass sie einen Wert haben. Und wir müssen erstmal erfahren, dass das alles, was wir als wertvoll erachten, in Wirklichkeit gar nicht wertvoll ist, weil es sich ins Gegenteil wandeln wird. Jesus sagt, alles, was du hier wertschätzt, wird dich verletzen. Na, und ich bringe da immer so gerne dieses Beispiel, das finde ich so perfekt als Beispiel, wo dieser Tsunami war, dieser unglaubliche Tsunami, ich weiß nicht, wann das war, 2011 oder 14, ich weiß gar nicht genau. Und wo doch in Asien da dieser Tsunami war, der über 100.000 Tote gebracht hat. Und die Menschen, die dort waren, die waren kurz bevor der Tsunami kam, hatten die das Gefühl, im Himmel zu sein. Ja, Paradies auf Erden da, mit dem Urlaub und so weiter. Wunder, wunderschön. Und eine Sekunde später kommt dann dieser Tsunami und es war die Hölle auf Erden. Ja, und das ist für mich so ein unglaublich gutes Bild dafür, ja, wie es sein kann. Oder nehmen wir extrem oder Sportler oder so, ja, oder einfach Sportler, deren Leidenschaft Sport ist und plötzlich aus irgendeinem Grunde, es gibt ja einige, die sind plötzlich gelähmt, können sich nicht mehr bewegen. Und, es gibt ja Beispiele ohne Ende. Ja, man kann nur dankbar sein, wenn man es gerade selber nicht erfährt. Aber wenn man so eine Krise erfahren hat, ja, man kommt irgendwann an den Punkt und spürt, irgendwas stimmt ja nicht und irgendwie geht das so nicht und irgendwie muss es einen anderen Weg geben. Und das ist eben der Kurs. Ja. Und dann kommt man an den Punkt. Und ich möchte jetzt aber noch eine Stelle hier. Vielleicht wird es heute ein bisschen lang, aber das ist halt so eine Lektion, die gut ist, das einfach in der Tiefe sich mal anzuschauen. Das ist Kapitel 4, Römisch 6, die Belohnungen Gottes. Und da sagt er hier: Wie kannst du jemanden den Wert von etwas lehren, das er vorsätzlich weggeworfen hat? Es geht hier um was haben wir weggeworfen? Wir haben unser wahres Selbst weggeworfen, wir haben den Himmel weggeworfen, wir haben den reinen Geist, der wir wirklich sind, weggeworfen.
Er muss es weggeworfen haben, weil er es nicht schätzte. Du kannst ihm nur zeigen, wie elend er ohne es ist und es ihm langsam näher bringen, damit er lernt, wie sein Elend nachlässt, wenn er sich ihm nähert. Ja? Das lehrt ihn, sein Elend mit dessen Abwesenheit zu assoziieren und das Gegenteil des Elends mit dessen Anwesenheit. Nach und nach wird es für ihn erstrebenswert, während er sein Denken über dessen Wert ändert. Ich lehre dich, Elend mit dem Ego und Freude mit dem reinen Geist zu assoziieren. Du hast dich selbst das Gegenteil gelehrt. Und du bist immer noch frei zu wählen, aber kannst du in Gegenwart von Gottes Belohnungen wirklich die Belohnungen des Ego wollen? Und das ist eigentlich die ganze Arbeit, die der Heilige Geist oder Jesus mit uns hier in 365 Übungen und einem dicken Textbuch nahebringen will, diese ganze Arbeit, dass wir verstehen, und das ist eigentlich in dieser heutigen Lektion, dass diese Welt, die ich sehe, nichts birgt, was ich will. Ja, und er sagt, glaube diesen Gedanken, und dir bleiben Jahre des Elends, zahllose Enttäuschungen und Hoffnungen erspart, aus denen bittere Asche der Verzweiflung wird. Es gibt niemanden, der diesen Gedanken nicht als wahr annehmen müsste, wenn er die Welt hinter sich lassen und sich über ihren engen Horizont und ihr bedeutungsloses Treiben aufschwingen möchte. Ja. Und das Ding ist aber, schaut, wir brauchen hier jetzt wirklich keine Angst zu haben. Es geht ja, weil das Ego wirklich subtil diesen Gedanken, und wenn es das alles hört, verbindet es das mit, ich muss, mit Opfer. Ja, das heißt, ich muss mal diese Welt opfern. Das ist der Gedanke des Ego. Und deswegen möchte es den Kurs nicht lernen, ja, weil es Angst hat, es müsste das hier opfern. Und das ist der große Irrtum. Das ist auch der Trick des Ego. Ja, das ist uns diese Idee des Opferns. Das ist ganz zentral für das Ego-Denksystem. Es ist im Gegenteil, ist es so, dass Jesus, deswegen habe ich das vorhin gesagt, der Schritt wird nie so sein, von jetzt auf gleich in den Himmel, sondern es ist ein Prozess, es ist ein langsamer Prozess und es ist ein glücklicher, beglückender Prozess, weil wir in den glücklichen Traum hineingeführt werden. Wir werden erstmal in die wirkliche Welt hineingeführt, das, was Jesus die wirkliche Welt nennt, was aber noch nicht der Himmel ist, aber was immerhin ein Symbol für den Himmel ist auf Erden. Und die wirkliche Welt ist die Welt der Unschuld. Das heißt im Grunde, die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Es ist eine Welt, die ich gemacht habe mit der Schuld, mit dem Glauben an Schuld, mit dem Glauben an Sünde, mit dem Glauben an den Sündenfall, ja, und die ganze Angst, die damit entstanden ist. So, das ist die Welt, die ich gemacht habe. Jetzt geht es erstmal, wir gehen in kleinen Schritten. Jesus sagt, gib die Schuld auf. Ja, öffne dich für eine schuldlose Welt und das wird die wirkliche Welt sein, die du dann erfährst und das ist eine glückliche Welt. Das heißt, im Grunde geht es darum, wirklich die Vergebung als den einzigen Zweck der Welt zu sehen. Das ist der Zweck der wirklichen Welt. Und dann werde ich einfach hier glücklich lernen, glücklich zu sein. Das heißt, eigentlich lernen wir Frieden, wir lernen Liebe, wir lernen Glück. Ja? Und deswegen ist jede Idee von Opfer völlig verrückt und nur ein Trick des Ego. Was opfere ich denn? Ja, und jetzt schauen wir mal einfach mal weiter mit dem. Er sagt dir, ein jedes Ding, das du hier schätzt, ne, und das ist das, wo ich halt Angst habe, was ich meine, was ich opfere, ist nichts als eine Kette, die dich bindet an die Welt und sie dient keinem anderen Zweck als diesem. Alles, jedes Ding, was ich schätze. Ne, das heißt, hier geht es ja.
Genau, die Frage, die auch immer wieder kommt von Brüdern, ja, darf ich dann hier nichts mehr, mich nicht mehr erfreuen an diese Welt oder so, wenn die Vögel zwitschern oder an der Natur und so? Nein, im Gegenteil, natürlich darfst du dich erfreuen. Das ist doch ganz klar und du darfst es wertschätzen in dem Sinne, natürlich in Dankbarkeit. Aber der springende Punkt ist, mache ich mich davon abhängig? Hängt mein Glück davon ab? Bin ich angehaftet? Das heißt, bin ich unglücklich, wenn die Sonne dann nicht scheint? Es gibt viele, die sagen, oh, ich bin immer so glücklich, wenn die Sonne scheint. Ja, gut, aber was ist an den anderen Tagen? Dann bin ich nicht glücklich. Ja, und das, darum geht es. Das Glück, was Jesus für uns will oder der Heilige Geist, ist, beruht auf der Erinnerung an das, was ich bin. Ja, dass ich kein Sklave einer Welt bin, die ich gemacht habe, einer Welt, die sich ständig verändert und mich an jeder Ecke bedroht, scheint zu bedrohen, sondern dass ich ruhe in Gott. Ja, da ist mein Anker und da liegt mein Glück. Und dann, wenn ich das in das begreife, ich kann alles hier in Dankbarkeit genießen. Ja, und das ist damit gemeint, dass ich nicht etwas schätze in dem Sinne, dass ich brauche das, um glücklich zu sein. Ja, denn alles muss dem Sinn und Zwecke dienen, den du ihm gabst, bis du einen anderen Zweck darin erblickst. Der einzige Zweck, den diese Welt enthält und der deines Geistes würdig ist, ist der, dass du an ihr vorbeigehst, ohne dich damit aufzuhalten, dort Hoffnung wahrzunehmen, wo es keine gibt. Lass dich nicht länger täuschen. Die Welt, die du siehst, enthält nichts, was du willst. Wow. Also, der einzige Zweck, den diese Welt enthält und der deines Geistes würdig ist, ist der, dass du an ihr vorbeigehst, ohne dich damit aufzuhalten, dort Hoffnung wahrzunehmen, wo es keine gibt. Wow. Deutlicher geht's ja eigentlich nicht. Ja? Und wir brauchen da diese Hilfe einfach, ja, dass es nicht darum geht, irgendetwas zu opfern, sondern im Gegenteil. Jesus lässt uns ja nicht da stehen. Ja, er will nur, dass wir begreifen, was das hier wirklich ist, so wie Buddha es begriffen hat, dass das hier Leiden ist. Ja, und klar, ich kann die Augen verschließen vor allem, was da gerade so in der Welt läuft und kann meine kleine Welt genießen oder so. Klar, das kann ich alles machen. Aber das ist auch nicht die Lösung, sondern die Lösung, es gibt nur eine Lösung und das ist die Erlösung und das ist die Vergebung. Ja, das ist die einzige wirkliche Lösung. Entrinne heute den Ketten, die du deinem Geist auferlegst, wenn du die Erlösung hier siehst, wenn ich sie in der Welt sehe, ne? In den Dingen dieser Welt. Denn was du wertschätzt, machst du zu einem Teil von dir, so wie du dich selbst wahrnimmst. Alle Dinge, die du suchst, um deinen Wert in deinen Augen zu erhöhen, begrenzen dich nur noch mehr, verbergen deinen Wert vor dir und fügen eine weitere Sperre vor der Tür hinzu, die zum wahren Gewahrsein deines Selbst führt. Also wirklich, es geht eigentlich nur darum, es gibt nur einen Wert und ein Ziel und das ist Gott. Und das ist mein wahres Selbst, das, was ich wirklich bin, zu erinnern. Und dazu dient alles. Also, ja, lass nichts, was mit Körpergedanken in Verbindung steht, deinen Fortschritt zur Erlösung verzögern, noch lasse dich zurückhalten von der Versuchung zu glauben, dass die Welt irgendetwas berge, was du wollen könntest. Na, noch einmal hier. Er betont es und betont es und betont es, ja. Hier gibt es nichts zu hegen. Nichts hier ist auch nur einen Augenblick des Aufschubs und des Leides wert. Einen Moment der Ungewissheit und des Zweifels. Wertlose Dinge haben nichts zu bieten. Und Wertgewissheit kann nicht in Wertlosigkeit gefunden werden. Ja. Und hier geht es wirklich darum, dass wir
alles, was wir als wertvoll erachtet haben, beginnen mit dem Heiligen Geist neu zu betrachten. Ja. Und wir lassen uns erinnern, dass dies von niemand Geringerem kommt als von Jesus selbst, als von jemandem, der scheinbar gekreuzigt und gefoltert wurde, ganz, ganz schlecht behandelt wurde und der uns demonstriert hat, dass selbst in so einer Situation nur die Liebe als Antwort und die Vergebung als Antwort angebracht ist. Nur Liebe. Und dass das zur Auferstehung führt. Dass das der Rückweg in den Himmel ist. Oder zum Erwachen. Ja. Das war ja seine Botschaft mit der Kreuzigung. Ja, also im Grunde, es geht wirklich, es geht einfach nur, es ist die Motivation zu vergeben und alle Gedanken an Schuld aufzugeben, die diese Welt ja überhaupt, diese Welt beruht ja auf Schuld. Schuld ist Trennung, ist Dualität und das ist diese Welt. Ne? Heute üben wir jeden Gedanken an die Werte loszulassen, die wir der Welt verliehen haben. Wir lassen sie frei von jedem Zweck zurück, den wir ihren Aspekten, ihren Phasen und ihren Träumen gaben. Wir halten sie uns ohne Zweck vor Augen und machen sie von allem frei, was sie nach unseren Wünschen sein soll. Auf diese Weise lösen wir die Ketten, die das Tor zur Freiheit versperren, von der Welt und schreiten über alle kleinen Werte und minderen Ziele hinaus. Also wir machen die Welt von allem frei. Da kommen noch in den nächsten Tagen Lektionen, die sehr, sehr hilfreich sind. Es geht jetzt wirklich, ja, um dieses Thema. Also, ja, es wird sehr intensiviert. Halte inne und sei eine kleine Weile still. Und sieh, wie weit du dich über die Welt erhebst, wenn du deinen Geist von den Ketten befreist und ihn die Ebene suchen lässt, auf der er sich zu Hause fühlt. Er hat ein ruhiger Geist, es ist ein ruhiger Geist, ne? Ein schuldloser Geist. Ja. Ja, ein schuldloser Geist, ne? Ein vergebender Geist. Da ist er zu Hause. Bei Gott gibt es keine Schuld. Ja. Er wird dankbar sein, der Geist, wenn ich ihn freilasse, eine Weile frei zu sein. Er weiß, wohin er gehört. Mache nur seine Flügel frei und er wird mit Unbeirrbarkeit und Freude dahinfliegen, um sich mit seinem heiligen Zweck zu verbinden. Lass ihn in seinem Schöpfer ruhen, damit er der Gesundheit, Freiheit und Liebe zurückerstattet werde. Und das Einfachste überhaupt haben wir uns so schwer gemacht. Ja? Im Grunde, es gibt nichts zu tun. Und unser Geist weiß von selbst, wo er hingehört. Aber wir haben es alles so kompliziert und so komplex und so schwierig gemacht. Auch diesen Körper, der ist sowas von komplex. Alles ist sowas von komplex. Und das Ego liebt Komplexität. Das ist Verwirrung. Ja? Aber in Gott ist alles einfach, so einfach. Und durch diese ganze Komplexität, die wir uns selbst beigebracht haben, ist es so schwierig geworden, einfach nur still zu sein und nichts zu tun und einfach dem Geist zu erlauben, das zu tun, was er von selbst tun würde, wenn ich mich nicht mehr einmische. Hilf mir, Heiliger Geist, dass ich mich nicht mehr einmische. Ja, wir wollen uns immer einmischen, wir wollen es immer tun. Ich denke, ich muss irgendwas tun. Wenn ich jetzt still bin, dann muss ich das tun und das tun, damit ich wirklich still werde. Nein, es gibt nichts zu tun. Nichts, 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 gar nichts zu tun, sondern einfach nur alles loszulassen und mich in die Hände des Heiligen Geistes zu begeben oder an Jesu Hand. Jesus, mach du, ich kann es nicht, ich kann es nicht.
Ich brauche dich. Ja. Gib ihm heute dreimal 10 Minuten der Rast und Ruhe. Und wenn du danach deine Augen öffnest, wirst du all dem, was du erblickst, nicht mehr so viel Wert beimessen wie zuvor. Und jetzt, das hier ist ganz schön, was jetzt gleich kommt. Das nimmt auch Angst weg, dieser nächste Gedanke. Ja, die Angst vor Veränderung und so. Deine ganze Betrachtungsweise der Welt wird sich ein klein wenig verschieben. Jedes Mal, wenn du deinen Geist sich seiner Ketten entledigen lässt. Seht ihr, ihr Lieben, das ist kein Ups, so hier so ein Schockding, sondern ein klein wenig. Jedes Mal, wenn wir üben, ein klein wenig wird sich der Geist verschieben. Und das ist dieser sanfte Weg an Jesu Hand mit dem Heiligen Geist. Ein sanfter Weg zu Gott. Deine Betrachtungsweise der Welt. Ne? Nicht die Welt wird sich verändern, weil die Welt kann sich nicht verändern. Die Welt ist, wie sie ist. Sie ist dual. Es wird nie eine friedliche Welt geben, eine rein friedliche Welt, weil hier Krieg und Frieden die Welt ist. Das ist Dualität wie Tag und Nacht. Es wird nie nur Tag geben oder nie nur Nacht. Es ist dual. Ja? Aber nicht die Welt ist es, wo du hingehörst. Nicht die Welt ist es, wo dein Geist hingehört. Und du gehörst dorthin, wo er gerne wäre und wo er hingeht, mein Geist, um zu ruhen, wenn du ihn von der Welt befreist. Ja, da gehöre ich hin. Ich gehöre zu Gott. Ich gehöre in den Himmel. Das ist mein Zuhause. Nicht diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ja, und immer darauf achten, wie das Ego den Opfergedanken reinbringt. Immer wieder. Oh, da muss ich ja doch. Ah, aber ich, ne, und so weiter. Nein, es wird kein Opfer verlangt. Das einzige Opfer, was es wirklich gibt, ist, dass wir unser Einssein, unser Glück, unsere Glückseligkeit, den absoluten Frieden, den Himmel geopfert haben, scheinbar. Wir können ihn aber nicht verlieren, weil wir können es nur im Schlaf vergessen. Aber dein Führer ist gewiss. Öffne ihm deinen Geist, sei still und ruhe. Ja, und deswegen ist es auch so wichtig, sich nicht ständig zu beschäftigen mit irgendwelchen Dingen hier in der Welt und so weiter, sondern wirklich sich diesen Raum zu geben, still zu sein und zu ruhen. Ja, zu Gott gehen, Gott aufsuchen, meinen Geist ruhen lassen in Gott. Schütze deinen Geist auch tagsüber. Und wenn du denkst, du sähest irgendeinen Wert in einem Aspekt oder einem Bild der Welt, dann lehne es ab, deinen Geist diese Ketten anzulegen und sage dir vielmehr selbst mit ruhiger Gewissheit, dies wird mich nicht verlocken, mich aufzuhalten. Die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Ja, die Welt, die ich sehe, wird nichts, was ich will. Ja, und lass uns da noch einen kleinen Augenblick im Still mit verweilen. Und die Bedeutung nochmal erfassen, dass es bedeutet, ich will keine Welt der Schuld und des Leides mehr. Ich will keine Welt mehr, die Angst und Schmerz für mich bereithält und den Tod. Ich will daran nicht mehr glauben. Ich will es alles nicht mehr. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich will die Sündenlosigkeit und die Schuldlosigkeit meines Bruders als die meine annehmen. Ich will meinen Bruder lieben wie mich selbst. Ich will den Christus in meinem Bruder
Gott in meinem Bruder sehen. Ich will, vor allem will ich sehen. Ich will sehen. Ich will die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Glück. Das Glück, was Gott mir verspricht, ist die Wahrheit. Und dafür bin ich hier. Heilung. Dafür bin ich hier. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Ja, wow, starkes Thema. Möge es hilfreich sein, möge es hilfreich sein. Danke für dich und danke für deine, ja, danke für dein Sein und für dein Auftauchen, für deinen Beitrag, für deine Wertschätzung dieses Lehrens und Lernens. An Jesu Hand. Danke für dich. Sei gesegnet.